Ja, hallo, guten Tag. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich möchte heute meine Low-Budget-Schnittprogramme vorstellen. Alle drei sind kostenlos, alle drei sind Open-Source-Programme. Und das sind die Programme, die ich hauptsächlich auf dem Desktop-Rechner benutze. Und die werde ich jetzt kurz vorstellen mit Pro und Contra. Okay, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde jetzt die drei Programme vorstellen. Als erstes habe ich den Movie Maker hier. Den kennen Sie vielleicht. Das ist das erste Programm, mit dem ich überhaupt angefangen habe. Das zweite Programm, das ich vorstellen möchte, ist hier der OpenShot-Programm. Ich weiß gar nicht, welche Version ich momentan habe. Ich glaube, somit die letzte, oder? 2, 4, 3 ungefähr, genau. Und dann habe ich das letzte Programm, ist das Shotcut-Programm, das hier. Das benutze ich auch. Also um diese drei Programme geht es. Und gehen wir wieder zurück zum ersten. Das ist also der Movie Maker. Hier wird findet das Aneinanderreihen statt. Also hier habe ich einen kleinen Schnipsel, der ist sehr kurz. Und das ist noch ein kurzer. Und die kann man dann so hier abspielen, so schön nacheinander. Das ist sozusagen mein Kanalvorschnitt und das ist die Einleitung zu dem, was ich jetzt gerade mache hier. Jetzt können wir vielleicht auch nochmal abschneiden. Ich glaube, den Ton werden Sie jetzt im Moment nicht hören, weil er jetzt hier nur über mein Mikrofon kommt. Okay, was der Vorteil ist eigentlich, erstmal ist es ein Windows-Programm, das also sehr schnell läuft, meines Erachtens. Und der große Vorteil dieses Programms sind hier die visuellen Effekte aus meiner Sicht. Da habe ich also sehr viele Effekte, die ich hier einstellen kann. Und wenn ich mal also das hier nehme, dann kann man also die Farbe so ein bisschen verändern. Man kann damit sehen, dass er dann anfängt zu verpixeln. Da fängt er an, bei dieser Methode rotiert er das Bild, die Bilddarstellung. Also das sind schon schöne Sachen. Dann haben wir hier zum Beispiel, dann kommt so eine Art Negativ. Eine weitere Möglichkeit, oder Sie bekommen dieses oder dieses, die sind dann, oder schwarz-graues oder so. Also die muss man dann mal ausprobieren, die verschiedenen visuellen Effekte. Also das finde ich schön an dem Programm. Daneben gibt es natürlich auch viele Animationen, Schwenken, Zoomen und so. Ja, bin ich nicht so begeistert von, weil das ist vielleicht eine persönliche Art und Weise, dass mir das nicht liegt und dass mir das nicht gefällt. Ja, daneben ist natürlich auch das Aufnehmen relativ einfach. Der Nachteil ist, dass dieses Programm von Microsoft nicht mehr weiterentwickelt wird. Und das ist eigentlich schade. Und von daher haben wir es hier, glaube ich, mit einer Version von 2012 zu tun, die auch gar nicht mehr man hat schon Mühe, das Programm heute überhaupt irgendwo zu finden. Ich suche gerade, ob ich hier irgendwo den Modus finde. Also da sind die, da können Sie so durchklicken, da haben wir die Startseite.
mit den verschiedenen Button. Dann haben wir hier Animationen für die Übergänge. Also zum Beispiel, immer das, was ich gerade suche, das finde ich dann nicht. Und das ist natürlich dann besonders ärgerlich. Da war es gerade, aber war schon wieder weg. Das wollte ich haben. Ja. Jetzt haben wir hier in dem Bild quasi so ein kleines Zeichen. Und wenn ich jetzt mal den Übergang hier zeichne, Moment, ich gehe mal ein bisschen weiter, noch ein Stück, dann kann man das vielleicht sehen. So, jetzt lassen wir das mal ablaufen. Man sieht erst dieses Bild und dann wird das nächste Bild so eingeklappt. Das war also diese Sache da, die man da machen kann. Dann kann man natürlich auch die Dauer einstellen hier. Und was natürlich auch wichtig ist, die verschiedenen, auf der Startseite habe ich die Möglichkeit, Titelbilder und Bildtitel einzusetzen. Also den wollen wir mal wieder rausmachen hier. Wollen wir visuellen Effekte, den wollen wir nicht mehr. So, da kann ich also auch einen Bildtitel machen. Ein Bildtitel. Aber was soll das jetzt mal werden? Das ist ja das Vorwort. Das ist der ganze Film quasi. Also erstmal gehe ich jetzt auf Größer machen und dann muss ich irgendwas eingeben. In weiß oder mal sehen. Es geht Low Budget. Schnitt. Programme. Dann können wir das Ganze noch fett machen. So. Und vielleicht schon ein bisschen größer. Dann können wir auch einen Rand rumsetzen. Einen Konturrand hier. So. Und vielleicht die Konturfarbe in Schwarz, dann haben wir also sowas da. Low Budget Programme. Das ist natürlich auch immer jetzt hier etwas unglücklich. Mal sehen, dass ich jetzt hier vielleicht eine andere Größe nehme, damit das da drauf kommt. Damit das da reinpasst. Will aber nicht. Ich habe den zwar jetzt runtergesetzt, aber Momento, Momento. Ja, man muss manchmal einfach Geduld haben. Und da hapert es zuweilen bei mir. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht hochgeht. Da haben wir ihn. Jetzt ist er oben. So. Und den
könnte man vielleicht auch so vielleicht und nee, es geht nicht. Er will nicht. So vielleicht. Ja, so könnte es gehen. Das Ganze dann runter. Und da kann man natürlich auch eine andere Farbe nehmen. Vielleicht anstelle von Weiß könnte man jetzt vielleicht auch Gelb nehmen. Dann sieht der so aus. Gut, das lassen wir jetzt mal. Das ist also das Programm Movie Maker. Wie gesagt, Nachteil. Es wird nicht mehr gewartet, nicht mehr weiterentwickelt. Und das ist eigentlich schade. Ansonsten bin ich mit dem Programm sehr zufrieden gewesen und nutze es auch heute noch. Gut, gehen wir mal weiter. Nein, das möchte man nicht. Ich möchte erstmal das Team nehmen. Das ist das Open Source Programm. Ja, das ist also die Oberfläche. Hier haben wir die Vorschau, verschiedene Spuren. Hier haben wir also die Bedeckungen, die Projektdateien einsetzen. Jetzt im Moment haben wir keine, müssen wir erstmal eine holen. Und zwar möchte ich jetzt mal das Programm nehmen, das wir gerade auch schon hatten. Und dann möchte ich noch eins mit Logo nehmen. Dann kommt das mit Logo hier rein. So, dann haben wir also da ein Vorwort und dort haben wir also das Hauptbild, dort haben wir den Übergang für die Kanalvorstellung. Jetzt nehme ich das Bild von dort oben, ziehe das hier runter und dann haben wir das Bild hier und dann ziehe ich das zweite Bild hier rein, den Marker und dann schiebe ich den ganzen ran. So, wenn ich das jetzt abspielen lasse hier, dann zeige ich dir also das Bild hier. Ich mache mal ein bisschen schneller und dann kommen wir hier zum Übergang und dann kommt der nächste. So, gut. So können wir also den Film hier zusammenbauen. Und wenn wir jetzt immer mal noch einen Titel brauchen dazu, dann nehmen wir hier oben den Titel mit der Animation und dann suche ich mir hier was raus. Vielleicht das hier. So. Und dann wollen wir den hier, sagen wir mal, dann wollen wir den mal bearbeiten. Na, Titel bearbeiten, da haben wir den. Und da möchte ich jetzt Auswahl Schnittprogramme. Das ist ein bisschen groß, da muss man dann sehen, dass das hier reinkommt oder man muss eine andere Vorlage benutzen. Also ich benutze immer schon sehr gerne diese. Und ich kann jetzt auch die Schriftfarbe verändern und ich kann eine erweiterte Bearbeitung machen. Da klicke ich jetzt mal drauf. Ich weiß nicht, das wird vielleicht jetzt eine Weile dauern.
weil der muss jetzt erst noch ein anderes Programm laden, auch noch ein Source Programm. Da ist das Programm, da sehen wir das. Jetzt kann ich das hier ändern, indem ich da eine rote Farbe reinmache und hier unten dann mal sowas oder umgekehrt. Da möchte ich mehr so eine haben. Gut, und dann speichere ich das Ganze ab hier. Das ist also Inkscape, das arbeitet mit dem Programm zusammen. Mit diesem OpenShot-Programm. Mit dem. Jetzt möchte ich das speichern. Ich speichere das unter demselben Namen. Dann lösche ich das Programm. Und dann haben wir das schon gleich hier. Jetzt passt natürlich die Schriftfarbe nicht so richtig da rein. Da brauchen wir jetzt eine andere. Was nehmen wir da? Irgendwas in Grün. Das brennt schon bald. Und da möchte ich da runterschreiben, Zeile 1. Wo sind denn die Zeile 2? Für persönliche Auswahl. Die war gerade noch da. Nochmal vorholen. Die bearbeiten. Ne, ist weg. Der ist weg. Weil normalerweise haben wir ja zwei Hinweise. Okay, lassen wir das mal so. Gut, das. Dieser Titel kann ich die schon verschieben. Diesen Titel setze ich jetzt aber mal gleich an den Anfang meines Films. Und dann kommt die Einleitung. Und dann die Einleitung kommt dann Punkt 2. Die Kanalvorstellung. So, die zweite Besonderheit ist, ich kann jetzt also diesen Titel, den kann ich jetzt auch hier auf die oberste Spur setzen. Und der zeigt quasi das Bild von oben aus gesehen. Also das wird drüber geschaut und das liegt unter dem Film. So dass ich also hier quasi das Bild hineinbekomme. Das können wir jetzt mal anzeigen. So, jetzt läuft er. Jetzt haben wir den Wechsel. Und dann sehen wir also, dass in dem neuen Programm das so reinkommt. Da haben wir dann also zwei Titel quasi. Und so kann man jetzt hier auch in dem Film, hier kommt jetzt der Hauptfilm hin, da kann man jetzt noch viele andere Sachen hier einblenden. Und Aufforderungen zum Beispiel, den Subscriber-Button zu klicken, Abonnent zu werden, einen Kommentar abzugeben. Werden sie aktiv und so weiter. Das kann man dann so reinschreiben und das wird dann hier eingeblendet. Das ist also sehr schön. Das mal so nur so als kurze Vorstellung, was man mit diesem Programm so machen kann. Ist natürlich nicht alles. Der hat auch Effekte. Hier sehen wir also eine. Das, was beim Movie Maker die visuellen Effekte waren, hat er auch hier. Die muss man dann mal ausprobieren. Man kann also verpixeln, man kann verschieben, man kann verwischen und so weiter. Greenscreen-Verfahren und so weiter. Ja, der Nachteil dieses Programms ist, dass es nur einen Entwickler gibt, einen Entwickler, und der das Programm versucht aktuell zu halten, und das dauert natürlich eine Zeit lang, und natürlich ist jeder Mensch natürlich auch irgendwie beschränkt in seinen Fähigkeiten und seinem Können, und
Es wird angepasst, aber natürlich nicht optimal, nicht so mehr, wenn ein ganzes Team daran arbeitet und dann das versucht, aktuell zu halten, es zu verbessern, zu verfeinern und so weiter. Das haben wir jetzt hier nicht. Wir haben hier eine Grundversion und wenn es eine Ergänzung gibt, dann dauert das eine Weile und da kann man dann vielleicht noch lange darauf warten, bis der eigene Lieblingsaspekt da berücksichtigt wird. Ja, also das ist das zweite Programm. Dann gehen wir mal zum nächsten. Das ist dieses Programm, mein letztes Programm. Das nennt sich also Shotcut. Und hier bei Shotcut haben wir eine ganze Gruppe von Entwicklern. Ich öffne jetzt, klicke mal hier unten auf Wiedergabeliste. Was das Besondere an dem Programm sind, war sicherlich die Filter. Der hat also sehr viele Filter. Die beziehen sich aber erst dann, wenn man hier irgendwas drin hat. Ich möchte also jetzt mal was öffnen. Und zwar, wo waren wir hier gerade? Bei Bildern waren wir. Dann möchte ich den nehmen. Dann erscheint der sofort hier drin. Und dann möchte ich, dann können wir den hier so runterziehen. Also ich klicke in das Bild und da haben wir den jetzt. Und dann möchte ich noch einen weiteren holen. Nämlich die Datei, die ich gerade hatte, mit dem Intro, Logik Final, die kommt dann auch da rein. Und die andere Datei, diese, die also jetzt hier schon in der Vorschau ist, die habe ich jetzt noch nicht hier da oben drin. Das braucht man dann also auch nicht unbedingt. Und jetzt ziehe ich die zweite Datei, also noch dahinter. Jetzt haben wir also hier so einen Übergang. Den können wir dann entsprechend füllen. So, jetzt können wir weitere Tonspuren darunter legen, so wie beim Open Shot Programm auch. Wir haben das Besondere hier, ist so ein Pegelausschlag. Also wenn ich den mal jetzt hier ablaufen lasse, dann sehen Sie hier rechts so einen Ausschlag. Und der Ton ist jetzt auch ein bisschen leise, wie ich das sehe, hier. Und das können wir jetzt hochsetzen. Ich halte das Programm jetzt mal an. Und jetzt nehmen wir mal einen Filter. Also, der ist jetzt markiert. Jetzt hole ich einen Filter dazu. Ja, und möchte jetzt einen Filter holen und zwar einen Audiofilter. Und da gibt es hier bei den Audios, also es gibt Audio- und Videofilter. Und bei den Audiofiltern holen wir uns mal den Punkt hier mit der Lautstärke. Und dann kann ich jetzt hier die Lautstärke hochstellen. Und wenn ich jetzt das abspiele, dann kann man gleich sehen, dass der dann höher ausschlägt oder nicht. So, also das wird die Verstärkung, die ich hier gleich realisieren kann. Das finde ich sehr schön. Außerdem gibt es noch weitere Dateien, noch weitere Filter, um den Ton zu manipulieren. Und ja. Also das ist hier der Pegelmesser sozusagen. Ich gehe mal, ich
spiele mal das hier ab. Kann man das vielleicht besser sehen. Dann kann man nämlich auch sehen, so jetzt drücke ich mal drauf. Und jetzt werden Sie sehen, dass der Ton hier teilweise über den in den roten Bereich reingeht. Also schön oben in den gelben, wenn das einfach zu laut ist. Ja, sonst, also das Besondere hier an diesem Programm, finde ich, sind die Filter. Und als zweiter Punkt ist natürlich, dass da ein Entwicklerteam dahinter steht, die das Programm aktualisieren und verbessern und dann auch zügig die Version erhöhen. Also jetzt sind wir hier bei 18,12 und das ist schon wieder eine alte Version, es gibt schon wieder eine neuere 19.1 oder 19.0, die habe ich jetzt noch gar nicht. Ja, also das ist aus meiner Sicht das Besondere an diesem Programm und das können wir jetzt hier abspeichern. Also wenn wir das jetzt abspeichern möchten, dann haben wir hier den Punkt exportieren und ja und so weiter und so weiter. Ja, das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Dann setze ich hier dieses Programm, mit dem ich hier gerade aufnehme, also mit dem Active Presenter und mit dem TalkStar 593, glaube ich, nehme ich hier auf und setze dann die englische Datei hier hinter. Okay Leute, das soll es gewesen sein. Ich wünsche noch einen schönen Tag und tschüss.